Willkommen, sei gegrüßt. Heute geht es um ein interessantes Thema, Wunscherfüllung. Interessant oder ein wichtiges Thema, für viele Menschen sehr bedeutsam. Denn die meisten Menschen, möglicherweise auch du, hast viele oder einige Wünsche in deinem Leben. Oftmals handeln diese Wünsche noch nicht einmal eigenmächtig, also für dich selbst, sondern du wünschst einem anderen Menschen, deinem Ehepartner, deinen Kindern, Arbeitskollegen, wie auch immer, trägst du die besten Wünsche an. Wünschst ihnen von Herzen das Allerbeste. Doch was ist das Allerbeste? Im Laufe deines Lebens, im Laufe der ganzen Veränderung hier auf Erden hast du bestimmt schon erkannt und bemerkt, nicht alles, welches wir als gut und wichtig ansehen, ist für einen anderen Menschen gleichermaßen von dieser Bedeutung. Du darfst erkennen und einmal hineinspüren, wie sich Neutralität anfühlt. Das heißt, indem du sagst, ich wünsche dir das Allerbeste, ist in deinen Gedanken, deinem Bewusstsein auch eine andere Situation möglich. Das heißt, du bist neutral. Es kann sowohl als auch sich etwas einstellen, was in dem Moment für den jeweiligen Menschen nun richtig ist, für seine Erkenntnis, für seine Reifung, sein Wachstum, immer mehr wieder mit seiner Seele in Verbindung gelangen. Die Bedeutung all dieser geistigen Wissenschaft in deinem Leben wieder annehmen. Denn warum wünschst du dir etwas? Wenn du dich gefunden hast, wenn du tief in dir ruhst und deinen Frieden mit allem, was ist, wiedererlangt hast, bist du wunschlos glücklich, dann ruhst du in deinem Sein. Du bist nicht mehr nach irgendwelchen Mustern oder Facetten, handelst du nicht, um jemandem genügen, um die Anforderungen, die Aufgaben, welche an dich gestellt werden, einfach erfüllen. Du funktionierst nicht einfach, sondern du löst dich immer weiter heraus aus diesem Feld der Normalität. So möchte ich es einmal benennen. Du beginnst immer mehr dein eigenes Gespür, deine eigene Kraft und somit auch die Präsenz für die Erfüllung deiner Wünsche wieder annehmen, wieder in deinem Leben aufbauen. Ja, denn Wunscherfüllung hat etwas mit einem energetischen Potenzial zu tun. Das bedeutet, an mehreren Fäden, auf mehreren Ebenen gleichzeitig wird etwas aktiviert, damit es in der Materie, sprich in deinem Leben, sichtbar wird, eintreten kann. Ja? Und diese Zusammenhänge dürfen wir Menschen in der neuen Zeit immer besser erkennen, immer besser bewusst wieder anwenden und unsere Kraft bewusst lenken. Ansonsten in der Vergangenheit haben wir einfach gesagt,
lieber Gott, bitte oder an die Engel eine Bitte gerichtet, macht ihr das für mich. Ihr könnt das viel besser. Doch einen Menschen der neuen Zeit hebt hervor, dass er seine eigene Verantwortung, auch seine Kraft wieder ganz bewusst lernt, annehmen, integrieren, kennenlernt seine Instrumente, ja, damit auch das Bewusstsein entstehen kann, warum habe ich diesen Wunsch jetzt? Warum glaube ich, wenn ich diese Erfüllung erhalte, geht es mir besser, bin ich glücklicher, bin ich freier, wie auch immer. Dieses Hinterfragen, dieses Hineinspüren, dieses damit Schwangergehen, was ist der wahre Beweggrund für meinen Wunsch? Dies ist ein sehr wichtiges Segment, ist ein wichtiges Attribut, damit du Klarheit erlangst, damit du ja deine Herzenswünsche in all der Leichtigkeit in deinem Leben erfüllt bekommst, wieder dir erfüllen kannst mit allem, was ist und zum höchsten Wohle aller Menschen und Wesen wieder vereint. Dies ist der Grund, dies ist sozusagen ein Etappenziel in deinem Bewusstsein. Und wunschlos glücklich sein, dies ist ein großartiger Seinszustand. Ich wünsche dir in Leichtigkeit und Offenheit wieder dahin gelangen in deiner Zeit. So ist es. Sage dir Danke. Christina Soraya Luaya, deine Lichtschwester.